So, liebe Schüler, heute geht es um die Stromregelventile. Wie der Name schon sagt, das Stromregelventil ist dazu da, um einen Hydraulikstrom gleichmäßig zu halten, zu regeln, unabhängig von Druckschwankungen und von der Viskosität. Wir unterscheiden dabei den Zweiwege-Stromregler mit Rückschlagventil kompensiert. Der Zweiwege-Stromregler mit Rückschlagventil kompensiert ermöglicht es, einen Volumenstrom von A nach B weitgehend unabhängig von Viskosität und Druckschwankungen konstant zu halten. In der entgegengesetzten Richtung von B nach A garantiert das Rückschlagventil einen freien Rücklauf oder freien Durchfluss. Das Anwendungsgebiet, für den wäre die Drehzahlregelung des Hydromotors. Direkt vor dem Hydromotor geschalten, kann ich die Drehzahl fein einstellen und auch wenn Druckschwankungen ist, rennt er immer gleichmäßig die gleiche Drehzahl. Das Schaltzeichen ist so, es erinnert uns an das Schaltzeichen vom Drosselrückschlagventil mit dem feinen Unterschied, dass am Zweiwegestromregler hier noch ein Pfeil dazu gezeichnet wird. Ansonsten ist das Zeichen gleich wie das Drosselrückschlagventil. Der Zweiwegestromregler heißt übrigens auch deswegen Zweiwegestromregler, weil zwei Leitungen A und B angeschlossen sind. Weiters gibt es dann den Dreiwegestromregler. Der Dreiwegestromregler kompensiert, ermöglicht die Bereitstellung eines vorwählbaren Konstantvolumenstroms am Anschluss A. Der Konstantvolumenstrom ist weitgehend unabhängig von Lastdruck und Eingangsmenge. Der überschüssige Differenzstrom, der wird zum Anschluss D abgeleitet und ist nicht belastbar, also muss zum Tank zurückgehen. Nehmen wir an, wir brauchen einen gleichmäßigen Volumenstrom von ca. 10 Liter, dann würde dieser den Überschuss von 10 Liter beim Tank zurückleiten. Das heißt, kommen zum Beispiel 12 Liter Öl, dann gehen 2 Liter in den Tank, 10 Liter gehen beim Anschluss A raus. Damit kann ich zum Beispiel die Zulaufregelung vor einem Wegeventil verwirklichen. Weiters unterscheidet man noch diesen Dreiwegestromregler. Doppelt kompensiert, diese ist für die Versorgung zweier getrennter Hydraulikkreislauf mittels einer Hydraulikpumpe geeignet. Am Anschluss A ist die Aufnahme eines einstellbaren Vorzugsölstroms möglich, während am Anschluss B jeweils nur die Differenzmenge P minus A zur Verfügung steht. Der Anschluss B wird erst mit Öl versorgt, wenn der Bedarf am Anschluss A gedeckt ist. Ausgänge A und B sind beide belastbar. Das heißt, unser Schaltzeichen unterscheidet sich hier nur dadurch, dass am unteren Ausgang hier ein weiches großes B dazu geschrieben wird. Wieder ein Beispiel, wir brauchen wieder 10 Liter Öl. Die Pumpe weniger als 10 Liter, gehen die zum Anschluss A durch. B bekommt noch nichts. Steigt die Litermenge, zum Beispiel wenn ich die Drehzahl an meinem Gerät erhöhe, dann wird A mit 10 Liter versorgt, kommen beispielsweise 12 Liter, gehen 2 Liter zum Anschluss B und auf diesen Anschluss kann ich jetzt eine weitere Funktion schalten. Versorgung der hydrostatischen Lenkung habe ich als Beispiel hier angegeben oder die hydraulische Bremse. Das heißt, die Lenkung oder die Bremse wird mit A permanent versorgt, man nennt das dann auch Prioritätsventil, damit aus Sicherheitsgründen immer die Funktionen gewährleistet sind. Und der Anschluss B kann bei der Arbeitshydraulik an einem anderen Zylinder oder Hydromotor hinzugefügt werden. Das ist der Dreiwegestromregler kompensiert. Und jetzt machen wir ein Beispiel mit einem dieser Ventile.